Puts on the Grid. Heute, ja, das, was ich gerne mache, Unterwasser-Rugby spielen, leider viel zu selten. Daneben ist der Herr Thomas Schenkeli, oder auch die Schenkeli genannt, oder der Held von Helsinki. Ja. Was ist Unterwasser-Rugby? Was tust du da? Ja, also das, was Unterwasser-Rugby von allen anderen Sportarten einmal unterscheidet, ist, dass es die einzig wirklich dreidimensionale Sportart der Welt ist. Das heißt, man spielt es im Wasser, aber nicht nur an der Wasseroberfläche wie zum Beispiel Wasserball, sondern das heißt, man geht dabei auch in die Tiefe, weil der Ball mit Salzwasser gefüllt ist, das heißt, er sinkt und man hat zwei Körbe, die so groß sind wie ungefähr Basketballkörbe im Wasser, wo man den Ball hineinbringen möchte. Und die Körbe sind eben am Boden unten. Das heißt, man geht nicht nur links und rechts, sondern man geht auch rauf und runter. Okay, das klingt ja schon mal kompliziert. Das Problem ist, ich bin Insider, also bin ich jetzt nicht so überrascht. was ist der große... Also wie ist das? Ich habe Schnorchel, ich habe Taucherbrille, ich habe Flossen. Wie lange kann ich unter Wasser bleiben? Ja, also wie du schon gesagt hast, richtig. Ja, also ich habe eine normale Schnorchelausrüstung. Schnorchel, Taucherbrille und Flossen. Und ich spiele das Ganze 6 gegen 6 im Wasser. Und ich habe immer zwei Leute, die gemeinsam sich eine Aufgabe teilen. Das heißt, ich habe die Hälfte der Zeit, die habe ich für mich, um mich zu erholen an der Oberfläche. Die andere Hälfte der Zeit muss ich unten sein, ja, und mit meinem Partner immer abwechseln. Und das schaut normalerweise so aus, dass ich 15 Sekunden unter Wasser bin und dann vielleicht 10 Sekunden an der Oberfläche Luft holen kann. Das wäre so ein normaler Rhythmus sozusagen. Ja. Das heißt, es ist konditionell recht fordernd als Sportler. Ja. Gibt es eigentlich Turniere, respektive wie messt ihr euch mit anderen Mannschaften? Es gibt eine Vielzahl von Turnieren. Der erste große Unterschied, muss man sagen, zu vielen anderen Sportarten ist, das sind alles großteils Eintagesturniere. Es ist nicht so wie im Fußball, wo man einmal am Wochenende irgendwo in den Nachbarort fährt und ein Fußballspiel am Wochenende hat, sondern es sind internationalere Turniere, dadurch, dass es weniger Mannschaften in Österreich gibt. Und wir zum Beispiel als Mannschaft aus Graz, vom SCC Graz, wir nehmen an der österreichischen Staatsmeisterschaft teil. Wir fahren viermal im Jahr nach Tschechien, zur Tschechenliga, und wir nehmen an internationalen Turnieren teil, die teilweise in Italien sind, in Spanien, in der Schweiz, Skandinavien. Ja. Also man kommt mehr rum als bei den meisten anderen. Weltenbummler. Ja, schon ein wenig. Ja. Die letzte Weltmeisterschaft war letzten Sommer zum Beispiel in Cali in Kolumbien. Davor war sie in Helsinki. Deswegen Held von Helsinki. Ja, genau. Das Wochenende zum Beispiel fliegen wir nach Kopenhagen und das Wochenende drauf fahren wir nach Bordeaux, nach Frankreich. Also man kommt viel rum. Die sollten mal wieder zum Training kommen. Ja, genau. Aber zur Erklärung, was heißt Held von Helsinki? Du hast damals 5 oder 6 Tore geschossen gegen Südafrika beim 54-0. 50-0 war es, ja. Ja. Ja, das war eine nette Erfahrung, das war sportlich nicht so herausfordernd, ja, dass das erste Turnier für Südafrika überhaupt je war. Das heißt, da war ein großer Leistungsunterschied. Und das ist auch etwas, würde ich sagen, was, glaube ich, Unterwasser-Rugby von vielen anderen Sportarten unterscheidet, dass dadurch, dass es weniger Leute gibt, die es praktizieren, und es weniger Mannschaften gibt, gibt es jetzt auch nicht so ein viel gestaffeltes Ligasystem. Es gibt in vielen Ländern keine eigene Frauenliga. Das heißt, es ist ganz normal, dass Spieler unterschiedlicher Spielstärke, unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Erfahrung gemeinsam in einer Mannschaft, in einem Turnier sich miteinander messen, was sehr interessant ist, auch in Bezug jetzt auf Teamzusammenhalt, gemeinsam was unternehmen. Das heißt, es steht sehr oft nicht nur der Leistungsgedanke im Vordergrund, sondern eben auch die Freude und der Spaß an der Sache vor allem. Spaß an der Sache für alle. Anzno, wie viele Frauen habt ihr in der Mannschaft? Es wären jetzt immer mehr. Ich würde sagen, im Moment sind wir ungefähr bei irgendwo zwischen der vierten und der dritten. Das heißt, so 8-9 Mädels sind es im Moment, die wir in Graz in der Mannschaft haben. Ja. Das ist in den letzten Jahren stärker gestiegen als bei den Herren. Was super ist, weil wir jetzt langsam in der Lage sind, auch eine eigene Damenmannschaft aufzustellen. Ja. Was für den Sport insgesamt in Österreich eine ganz gute Sache ist. So, jetzt gehen die Lichter aus. Danke, Kamerakind Gernot, fürs Führen. Und in dem Sinn, bis demnächst. Den Moderator schmeißen wir das nächste Mal im Wasser. Genau, so machen wir das. Ciao. Ciao. Danke, Claudio.